walk on with hope. Blaschikowski kam rein, Lewandowski kam rein und dann Dende, der Senior sozusagen. Barrios hat übrigens heute Geburtstag, wenn ich das richtig weiß. Wenn so viele in einem Alter sind, heißt das dann auch, dass sie privat was unternehmen? Ich glaube, das ist dem schon hilfreich. Also wir verstehen uns alle unglaublich gut untereinander. Ich weiß jetzt nicht, ob das gang und gäbe ist, aber zumindest bei uns ist es eben der Fall. Und es ist einfach so, dass wir unabhängig davon, dass wir eh schon unglaublich viel Zeit im Moment miteinander verbringen, weil wir die ganze Zeit nur unterwegs sind, schon so, dass wir eben auch außerhalb gerne mal vielleicht was Kleines machen und uns einfach... Ovo Mojela hat mal zum Kino eingeladen, habe ich gehört. Ja, kam auch schon vor. Sowas. Hat er nicht gelogen. Ja. Sie haben übrigens zu dieser Frage, was macht die Mannschaft so besonders, schon vor der Saison etwas gesagt in einem Interview. Das würde ich gerne nochmal zitieren. Zeigt uns das bitte nochmal. Also, bei uns fährt keiner besoffen und mit drei Frauen auf dem Rücksitz durch die Gegend. Ist es das, was Sie auch auszeichnet? Ich glaube, dass ich damit zeigen wollte, dass wir alle fokussiert sind auf das Wesentliche. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, ob das mittlerweile vorgekommen ist in der Zwischenzeit, aber ja, das ist, glaube ich, einfach... Aber nach dem Spiel, wenn man gewonnen hat, durch die Häuser ziehen, um die Häuser ziehen so ein bisschen, ist da erlaubt, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, nicht mit drei Frauen. Zwei Frauen und dann ist es Was sie auch verbindet, sie spielen natürlich PlayStation und all das, aber auch das Managerspiel. Man muss für die Leute sagen, die sich da nicht so auskennen, man kann da Spieler kaufen, verkaufen, aus allen Mannschaften sein eigenes Team zusammenstellen. Und das kann man dann auch jede Woche wieder verändern, theoretisch. Wie viel Zeit investieren Sie in das? Das ist ja, das ist ehrlich gesagt täglich nur 3-4 Minuten mal kurz reinschauen. Es passiert ja am Tag über nichts, sondern über die Nacht immer nur was Neues und dann... Trainingsgelände blockiert der leider immer den Laptop, deswegen muss man das zu Hause machen. Aber und wer führt bei Ihnen in der Mannschaft? Wer ist der Beste? Ich bin auf 1 im Moment. Und Sie? Ich habe die teuerste Mannschaft. Ich habe ganz gut investiert. Ja, gut investiert ist die Frage. Wer von Ihnen, jetzt testen wir mal Ihre Fachkenntnis, hat denn am Anfang der Saison Götze und Kagawa verpflichtet? Ich glaube, die Leute, die hatten, haben sie behalten. Nee, einer hat Kagawa verkauft. Ja, irgendeiner ärgert sich schon seit Wochen darüber. Grober Fehler. Und Götze ist dann auch immer mal Transfermarkt gekommen, wurde dann auch gekauft für einen Schnäppchenpreis, irgendwie 1 Million. Schnäppchenpreis, und ist jetzt mittlerweile 5 Millionen wert, hat viele Punkte eingebracht. Ich frage das auch, denn wir haben ja jetzt gerade gehört, Sie sind mit der Nationalmannschaft unterwegs, spielen mit Serbien in Bulgarien und 4 Dortmunder sind im Kader. Wir haben sie gerade schon mal gesehen, unter anderem eben auch Schmelzer und auch Götze. Ich denke, Sie gönnen ihm das als Kollege, aber ich kriege in Dortmund auch immer mit, dass alle sagen, Mensch, haltet den Ball flach um den, keine großen Interviews. Könnte das auch zu früh sein für ihn? Ja, man sagt ja, dass man zumindest Talente nicht so verheizen soll, aber ich glaube, dass Marion da ein vernünftiger Junge ist, der bei uns auch auf andere vernünftige junge Leute trifft und deswegen achten wir schon auf ihn, aber ich glaube, dass er schon einigermaßen weiß, wie gut er ist und wie gut er sein kann, wenn er sich auf das konzentriert, was er am besten kann. Und ich glaube, das ist bei ihm mit Abstand Fußballspielen. Länderspiele bringen natürlich internationale Erfahrung. Und die Frage ist, ob einen auch vielleicht negative Erlebnisse prägen können, wie Sie sie erlebt haben. Die Ausschreitung serbischer Fans in Italien. Was hat das bei Ihnen hinterlassen? Ja, ein anderes Bild von Fußball. Ich hatte bisher nie irgendwie Angst, Fußball zu spielen. Also in Deutschland ist das auch immer sicher. Wir haben, wenn wir brauchen beim Derby, da ist Polizei-Escort, da ist alles dabei.
Dort hatten wir zwar das, aber es war trotzdem nicht sicher. Unser Mannschaftsbus war auch nicht sicher. Wurde nicht gut genug geschützt, meiner Meinung nach. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, also es ist mein Land, es ist Serbien. Das sind wirklich vielleicht 1%, nicht mal, also 0,1% der Fans. Der Rest stehen wirklich hinter uns. Und von daher mache ich mir jetzt nicht allzu viel Sorgen. Es ist traurig, dass es passiert ist. Aber ich denke, in der Zukunft werden wir ein gutes Gesicht abgeben. In Dortmund machen Sie bessere Erfahrungen. Sie haben persönlich Dortmunder Fans auch gefilmt. Und Mats kann uns gleich mal erzählen, um welche Aufnahmen es sich handelt hier. Das ist die berühmte Nevencam, glaube ich. Ja, das ist die Nevencam. Ja, nach dem Derby haben wir, glaube ich, alle mal unsere Handys gezückt. Und wer nur Fotos machen konnte, hat er das gemacht. Bei Neven hat zum Glück auch noch eine andere Funktion. Und er hat das, glaube ich, bei YouTube reingestellt. Und ich glaube, man sieht, wie krank das war, was da abging nach dem Spiel. Und beschreiben Sie mal, wie das ist, wenn man da in diesem Stadion spielt. Wir alle haben das noch nicht erlebt und gewonnen hat und 80.000 da feiern. Sehr geil. Also wir hatten jetzt natürlich eine riesen Euphorie. Wir haben gewonnen und wenn wir das Spiel gestern nehmen, war es einfach geil. Also ich hab mir wirklich, also es ist schwer zu erklären, denn ich war da wirklich nach dem Spiel und die Südtribüne ist so groß, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man noch nie da war. Das ist wirklich 25.000 Leute, das ist das ganze Mainzer Stadion, noch ein bisschen dazu, hinter einer Tribüne und die ganzen Leute drumherum, die laut schreien. Ich habe mir einfach gedacht, Neven, das ist geil, genieß es, denn in 15 Jahren wirst du das sicherlich vermissen. Das ist ihm zu gönnen, oder? So ein Erlebnis. Übrigens, eins noch zum Schluss. Eins noch zum Schluss. Wir haben ja Ihren alten Trainer aufgetrieben und wir haben Ihr erstes Auto aufgetrieben. Man muss dazu sagen, es ist nicht mehr über den TÜV gekommen, weil es einen Achsenbruch hatte. Das ist das erste Auto von Mats Hummels. Das muss ein Fahrrad sein. Das muss ein Fahrrad sein. Zeigen Sie uns bitte jetzt das erste Auto von Mats Hummels. Kommt rein, wo ist es? Ah. Also, da ist es. Wow. Können Sie die Echtheit dieses Autos bestätigen? Es kommt mir zumindest sehr vertraut vor, aber ich glaube, die sehen auch alle relativ ähnlich aus. Ja, aber das ist es. Bestätigt von Ihren Eltern. Ich zweifle da nicht dran. Von Ihren Eltern. Jetzt würde man noch um einen Stift bitten. Können Sie bitte noch einen Stift reinreichen? Unterschreiben bitte. Mats Hummels. Ich passe aber nicht mehr drauf. Neven bitte auch unterschreiben, denn wir haben eine Bitte an alle Dortmunder Fans, an alle serbischen Fans. Kommen Sie mit einer Idee, was man mit diesem Auto anstellen könnte. Und die kreativste, die originellste Idee, die gewinnt, die wird ausgezeichnet, die kann dieses Auto auch bekommen und wird dann, der Einsender wird dann in der nächsten Sendung auch dieses tolle, tolle Bobbycar von Mats Hummels bekommen. Also, Unterstützung an die Fans und danke schon mal an Sie beide. Applaus